Ja, liebe BDP-Parteimitglieder, ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten elektronischen Newsletter von diesem Jahr. Hauptthema das Mal, ein Rückblick auf die Wintersession im Bundeshaus und natürlich haben wir auch sonst wieder ganz viele spannende News für euch parat. Ein wichtiges Thema war die Armeedebatte. Dort hat ja eigentlich BDP eine dringliche Debatte gefordert, zu der ist es aber dann nicht gekommen. Das ist so, das Büro hat es abgelehnt. Das haben auch andere Parteien Vorstösse gemacht. Wir bedauern es eigentlich, weil wir hatten zwei Vorstösse gehabt, wo wir mit 7 aus 6 Fragen ganz zwingend hätten wollen, eine Antwort bekommen vom Bundesrat Maurer. Wir haben eine Motion eingereicht, eine Fraktionsmotion zur Regulierung des Milchmarktes. Und da ist vor allem, haben wir gefordert, dass man eben die Menge jetzt muss regulieren können von der Branchenorganisation Milch und dass der Bundesrat dann auch die Allgemeinverbindlichkeit muss erklären darauf, auf die Beschlüsse, die von der Branchenorganisation gefällt worden sind. Und genau das hat dann auch Bundesrätin Leuthard uns versprochen umzusetzen und da sind wir jetzt wirklich auf gutem Weg auch. Wir haben dann die Motion können zurückziehen, weil sie erfüllt worden ist. Es geht darum, dass wir ja alle wissen, dass wir unsere Agglomerationsmassnahmen müssen auf Vordermann bringen, für das wir dereinst das Geld bekommen aus dem Infrastrukturfonds. Und da wäre eigentlich die Meinung gewesen, im Jahr 2011 bis 2014, dass die 1,4 Milliarden eingestellt werden. Jetzt sind wir aber informiert worden, dass das ohne Probleme kann bis ins Jahr 2017 dauern kann. Und das hat natürlich fatale Folgen, weil das würde bedeuten, dass alle die Massnahmen, die übrigens primär um langsam am Verkehr geht. Es geht also nicht darum, irgendwie das Auto gegen die Schiene oder gegen den Zug auszuspielen, dass aber eben dass Kantone müssen Vorfinanzierungen machen müssen. Und wenn sich Kantone weigern, müssen das die betroffenen Gemeinden machen. Und wenn das eine Gemeinde ist, die nicht über die nötigen Finanzen verfügt, dann kommt sie in Verzug und wird dann gerade wieder bestraft vom Bund, wenn sie ihre Aufgaben nicht machen, indem sie die 40%, die versprochen sind, nicht bekommen. Es ist jetzt in der konkreten Gesetzesrevision ist darum gegangen, einerseits Beiträge halt ein bisschen zu erhöhen, weil bei einem Milliardendefizit jedes Jahr muss man Korrekturen anbringen. Die Arbeitslosenbeiträge sind jetzt erhöht worden von 2% auf 2,2%. Und andererseits hat man auch bei den Leistungen halt ein bisschen reduzieren müssen. Und da gibt es jetzt ein bisschen weniger Beitragsdauer für Arbeitslosengelder und auch, man muss ein bisschen länger eingezahlt haben, bis man das Anrecht hat, zum Beitrag zu kriegen. Man hat auch den jungen Arbeitslosen unter 30 Jahren hat man mehr zugemutet, dass man gesagt hat, sie dürfen nicht mehr so lange Arbeitslosengelder kriegen und müssen sich dementsprechend stärker und schneller bemühen, wieder in den Arbeitsprozess den Weg wieder dorthin zu finden und wieder Arbeit zu kriegen, wieder Arbeit zu suchen. Weil der Bundesrat leider im Mai die Ventilklausel nicht eingeführt hat, haben wir heute ein Problem. Das ist sehr schade. Und jetzt müssen wir einfach schauen, mit zusätzlichen Massnahmen, was können wir erreichen, damit wir dort einigermaßen das ganze Griff bekommen. Weil die Lösung, wie es andere Parteien wollen, oder eine insbesondere, dass man die Personenfreizügigkeit aufkündigen will, das ist absolut fatal, dass dieser Weg führt ins Verderben. Und darum probieren wir mit unserer Interpellation einen machbaren Weg herauszufinden. Nebst dem Politisieren kann er auch jassen. Das hat der Glarner Nationalrat Martin Landolt bewiesen. Im SVP-dominierten Umfeld hat er sich beim Jass-Turnier von der Eidgenössischen Röte durchgesetzt und das Turnier gewonnen. Es ist Wetterpolitik, man braucht die richtigen Partner. Ein bisschen Glück in der Karte, wobei wir dürfen nicht sagen, Jass sei ein Glücksspiel. Aber ich denke, es ist der richtige Tag, das richtige Momentum und die richtigen Partner und dann eine gute Chance auf Erfolg. Fast wie bei der BDP? Genau wie bei der BDP grundsätzlich, ja. Also wir haben ein paar wichtige Geschäfte gehabt, unter anderem das Postgesetz, wo es darum gegangen ist, unter anderem, ob das Postmonopol für Briefe unter 50 Gramm soll aufgehoben werden soll. Der Ständerat hat in einem knappen Entscheid mit 20 zu 19 Stimmen entschieden, das aufzuheben. Wir waren dagegen gewesen, und zwar einfach darum, weil wir Bedenken haben, dass in Zukunft die Versorgung im ländlichen Raum noch aufrechterhalten werden kann.
Ein wichtiges Thema war sicher die Ausschaffungsinitiative, beziehungsweise die Diskussion rund um die Ausschaffungsinitiative. Wie sieht es jetzt dort aus? Also die Kommission hat ja beantragt, dass das Geschäft zurückgeht und noch einmal überprüft wird. Ich habe dem auch zugestimmt, weil ich der Meinung bin, im Zweifelsfall vor das Volk. Da hat sich für mich nichts geändert mit der Minarett-Initiative. Aber dass man jetzt nach der Minarett-Initiative noch einmal schaut, hat man wirklich alles gedacht, dass man dort die nötigen Lehren wirklich auch daraus zieht, das scheint mir korrekt. Und darum bin ich mit dem Vorgehen einverstanden. Weiter hat, glaube ich, der Ständerat auch noch das KVG beschäftigt. Jawohl, ja. Wir haben über kostendämpfende Massnahmen geredet. Alle zusammen wissen, dass wir müssen sparen, wir wollen auch sparen. Aber es besteht eine gewisse Tendenz, dass man jetzt einfach Massnahmen aus dem Hut zaubert, die kontraproduktiv sind oder die einseitig sind. Und eine solche Massnahme habe ich bekämpft, wo man bei den Apotheken, nachdem das für nächstes Jahr bereits eine einschneidende Margensenkung ist beschlossen worden, noch eine zweite auf die Uhr legen wollte. Das hat dazu geführt, nach unserer Auffassung, nach meiner Auffassung, dass im ländlichen Raum die Apotheken kaum mehr eine Überlebenschance hätten gehabt. Und das hätte sich negativ auf die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum ausgewirkt. Darum habe ich dort einen Antrag gestellt, das abzulehnen. Und das ist entgegen dem Antrag der Kommission zum Mehrheitsbeschluss geworden. Für eine Überraschung sondergleichen hat die BDP-Frau Brunnen Graf Ried und Umgebung gesorgt. Bei der Gemeindewahl Frau Brunnen ist die BDP mit 5 Kandidaten angetreten, hat aber gerade 7 Sitze für den Gemeinderat und die Kommissionen geholt. Eine komplexe Sache. Laut dem Präsident Friedi Reichen kann die BDP zum Glück auf gute Leute zurückgreifen und die 2 Gemeinderatssitze und 5 Kommissionssitze kompetent besetzen. Herzlichen Glückwunsch zu dem grandiosen Wahlerfolg. Mit Charme und feinen BDP-Mini-Keks hat die BDP im Kanton Zürich am Dübendorfer Klausmärt auf sich aufmerksam gemacht. Ziel der Standaktion sind einerseits das BDP-Logo bekannt machen, andererseits die amtierenden BDP-Politiker wie Schulpfleger, Gemeinderat, Stadtpräsident und die Spitzenkandidat für die kommenden Wahlen zu präsentieren. Vor allem für die anstehenden Gemeinderatswahlen ist die Sympathie und die Nähe zu den Leuten eine wichtige Voraussetzung für einen Wahlerfolg. Weltmeisterlich hat die BDP Thurgau ihre 2. Bezirkspartei gegründet. Die BDP Münchwilen hat zu ihrer Gründung den Thurgauer OL-Weltmeister Daniel Hubmann für ein Referat gewonnen. Schließlich braucht es auch in der Politik eine gute Orientierung. Präsidiert wird die BDP Münchwilen von Monika Egerter. Ja, das war es schon wieder vom elektronischen Newsletter für das Mal. Der nächste elektronische Newsletter gibt es im neuen Jahr, und zwar nach der Delegiertenversammlung vom 16. Januar. Jetzt bleibt mir nur noch, euch schöne Festtage zu wünschen, und ich verabschiede mich mit den schönsten und witzigsten BDP-Bildern vom letzten Jahr und mit ganz vielen guten Wünschen für das neue Jahr. Ja, liebe BDP-Fans und Mitglieder, möchte ich Ihnen allen Mut machen. Im Übrigen wünsche ich allen gesegnete Weihnachten, ganz erholsame Festtage, ein gutes neues Jahr.